meine lieben Freunde. Heute möchte ich wieder ein kurzes Video machen über Leben in Wahrheit und Aufrichtigkeit. Ich habe daraus aus der Bibel, aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 17, eine Zusammenfassung gefunden, was ich beschreiben würde als Leben in Wahrheit und Aufrichtigkeit. Das ist wieder hauptsächlich an Christen gerichtet, die mit Jesus gehen. Aber auch gut für alle anderen, die nicht mit Jesus gehen, denn die Liebe sollte es bestimmen und zeigen, dass wir verbunden sind mit Jesus. Und ich lese aus der Bibel vor. Ich möchte einfach die ganze Stelle vorlesen für sich, ohne Kommentar wirklich. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euer ganzes Leben nach ihm aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Denn für sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus bereits ewiges Leben geschenkt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus unser Leben erscheinen wird, dann wird in Herrlichkeit sichtbar werden, dass ihr mit ihm lebt. Also trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für diese Welt kennzeichnend sind. Trennt euch von sexueller Zügellosigkeit und von ausschweifendem Leben, von Leidenschaften und Lasten oder Lastherren, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Wer diese Dinge in seinem Leben duldet, wird Gottes Zorn zu spüren bekommen. Auch ihr habt früher so gelebt. Aber jetzt ist die Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr von Zorn und Hass beherrschen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer früheres Leben mit allem, was dazu gehört, wie alte Kleider abgelegt. Denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott hat euch erneuert und ihr entspricht immer mehr dem Bild, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Dann ist unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem Volk ohne hohe Kultur kommt, ob er aus einem normalen Volk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr untereinander auch herzlich lieben, mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Denn auch Christus hat euch vergeben. Und wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, als Gemeinde Jesu in diesem Frieden ein Leib zu sein. Dank Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen, mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden, wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist, weil ihr mit ihm verbunden seid. Könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken? Genau.
Was ein Vorrecht, finde ich, mit Jesus leben zu können. Genau, so viel möchte ich sagen. Nehmt die Bibelstelle, schreibt eure Kommentare und eure Meinung in die Kommentare und teilt die frohe Botschaft von Jesus Christus. Denn ich glaube, es ist wert, sie zu hören, weiterzugeben und definitiv 100% wert, sie im Leben anzunehmen und zu erleben. Macht's gut.